Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. So, ich wollte jetzt endlich mal hier looten. So. Ja, das hätte man eigentlich mit dem Dings machen sollen. Der ist zu. Vielleicht findet man noch Dietricher. Ja, das war die befallene Kiste. Ja, da habe ich schon gehört, die lohnt sich. Warte mal, wie viel nehme ich denn damit? 72. Okay, und damit? Oder machen wir es damit? Das ist mal das Repair Kit wert. Eine Ausdauer zum Essen. Da brauchen wir keine Stamina ab. Okay, das ist der Vorteil. So. So, was haben wir da? Mal Knife Guide, mal Reparaturwerkzeuge und das können wir schauen. Medical haben wir noch eines, okay. So, hier haben wir mal alles. Ich glaube, das geht leichter mit dem Hammer. Danke fürs Plastik. Müsste doch ein Plastiksessel sein, oder? Nee, ja, aber auch genau. Aber. Ihr gebt mir gefälligst euer Plastik. Das Messing für Waschbecken schon? Ja, habe ich. Die Waschbecken lohnen sich nämlich. Das nicht. Okay.
Müsste aber Stoff sein, oder? Lohnt sich nicht. Gut. Hiller ist fertig. Kann man es wieder einmal ausladen gehen? So, dann fangen wir hier an. Essen. Da haben wir eigentlich gesagt, das lohnt sich nicht. Wow, nicht wirklich. Scrap. Waren aber sicher nicht nur zwei. Okay, die Baelia, die haben wir vergessen. So, die hinteren Hunde auch noch wegmachen. Mann, Mann, Mann. Unter den Kleinen würde nichts drunter sein. Wäre merkwürdig. So.
Launhammer Stufe 4 freigeschalten. So, reparieren. Wiesen. Kann gar nicht sein, dass du am Verhungern bist. Ist doch was. Ich habe Hunger. Behauptet er zumindest. Okay. Wir könnten das hier essen. So, das braucht man nicht. Daraus könnte man Klebeband machen. Machen wir das doch einfach so. Schneller Wegpunkt, ab nach Hause und dann den Rest holen. Ist ja nicht so schlimm, dazwischen könnten wir wenigstens was essen. Ja, das war unnötig, Dano.
Händler haben wir nichts. Oh, ich habe nichts gegen Gehirnerschütterung, okay. Das ist natürlich doof. So. Diverses. Ja, jetzt haben wir jetzt viel gegessen. Gib mir eine Belohnung. Mal die Eisenschaufel oder die Armbrust. Nehmen die Armbrust. Er hätte beseitige Zombies abholen, Strom zu benachrichtigen. Oh, ich wollte gerade sagen, er muss doch da auch einen Ausgang haben. Aber für die Befallene wären wir ohne Pistole, glaube ich, ziemlich aufgeschmissen gewesen. Also, da war es zumindest ganz gut, dass wir eine mit haben. Zerlegt das mal schön. Ja, die Gehirnerschütterung, ich weiß.
Aber wie gesagt, wir haben keine Schmerztablette. Da brauchen wir, glaube ich, noch gar nicht reinschauen. Mappen. Arzt. Auto. Machen wir jetzt hier mal Kleidung. Machen wir oben drüber Rüstung. So, Händler, rein da. Dann können wir das lesen und das lesen. Wir haben einen Punkt, den hätte ich jetzt gerne mal hier. Okay, was habe ich denn auszogen? Was kann. Ich habe einen Beutebonus. Keine Ahnung. Haben wir wieder komplett repariert, ist okay. Fashion Mods haben wir wahrscheinlich in die Hammers drinnen. Ja, haben wir alle. Und in denen fehlen mir noch ganz viele Mods. Schauen wir mal kurz. Okay. Ich möchte nur was wissen. So, der Viererknüppel hier hat zwei. Der hier hat auch zwei. Gut, dann passt's. So, jetzt haben wir es wieder Nacht. Wasser ist da, ein Stück, mal hin. Ja, das ist doof.
Ich brauche einen Hammer. Mach die mal fertig. Wunderbar. Gut, damit haben wir das mal fertig. Also zumindest mal auf Holz, sagen wir so. Fertig ist er noch lange nicht. Gut. Ich hätte unbedingt gern so einen hübschen Dachkasten, aber es wird sich wahrscheinlich nicht ganz so machen lassen, wie ich das gerne hätte. Ja, mal schauen. Und ich habe eine ungefähre Vorstellung, wie meine Hordenbase aussehen soll. Die natürlich gleich dran gebaut wird, wie immer. Werden wir aber wohl erst nach Tag 14 anfangen. Da. Kein Holz mehr, gut. Aber gut, wir sind wirklich gut weitergekommen. Achso, ja, jetzt, wo wir kein Holz mehr haben. Na gut, ich würde sagen, das sehen wir uns fürs nächste Mal auf. Ich sage euch einmal Tschüss, Tschau, Baba. Bis zum nächsten Mal.